wenn es dann um den direkten Platz in den Playoffs geht. Deshalb ungemein wichtig dieses Duell zwischen dem Schweizer Meister, dem amtierenden, und dem Schweizer Rekordmeister. Die Zuger ICD, fliegender Wechsel. Rasmussen. Und dann kommt man erstmals vors Tor und kommt gleich zum 1:0. Nordström, der Tor, und fangen sich schon wieder einen. Hier kommt Nordström an die Scheibe und dann aus spitzem Winkel. Und auch hier fragt man sich, ein Leonardo Cenoni steht im Slot drin vor dem gegnerischen Keeper. Jetzt Koba, Scheibe läuft gut und Aschlimann in einer wunderbaren Parade angezeigt. Eine erste nach etwas mehr als der Hälfte des ersten Drittels. Ein Zuger muss raus, Sven Senteler. Und heute soll es nicht der zweite Gegentreffer werden in dieser Partie. Abosa mit dem ersten Abschluss und der ist bereits drin. Der HCD führt mit 2:0. Enzo Corvi, der Torschütze. Stranski, der hinter das Tor spielt. Dann Nordström. Er, der das 1:0 erzielt hat, diesmal als Assistgeber. Gregory Hoffmann mit der Möglichkeit zum Abschluss. Hoffmann zum zweiten und der Anschlusstreffer. Gregory Hoffmann mit einer tollen Einzelleistung bringt die Zuger zurück ins Geschäft. Den ersten konnte Aschlimann noch abwehren. Beim zweiten Mal zappelt die Scheibe im Netz. Hier übernimmt Gregory Hoffmann. Stolpert sich in die gegnerische Zone und den Abpraller verwertet er. Wichtiger Treffer aus Zuger Sicht. Gregory Hoffmann zurückgewinnt, dann allerdings zu verspielt. Und dann kommt es zur Möglichkeit für den HCD. Cenoni, der das stark unterbinden kann. Rasmussen war es, der da zweite Sieger bleibt im Duell gegen Leonardo Cenoni. Im Ausgangspunkt stand Fabrice Herzog. Der die Scheibe verliert in der eigenen Zone. Herzog. Jetzt liegt die Scheibe frei und jetzt fällt der Ausgleich. Fabrice Herzog mit dem 2:2. Wieder ausgeglichen in der Bossart Arena. Der Schuss von Deuce aufs Tor. Aschlimann kann nur abprallen lassen und Fabrice Herzog stochert die Scheibe über die Linie. Rasmussen mit der Egli. Oh, da hat Cenoni Mühe. Wo ist die Scheibe? Nicht im Tor. Oder doch im Tor. Die Davoser, sie jubeln und die Scheibe scheint im Tor gewesen zu sein. Und jetzt sehen wir es auch. Hinter Leonardo Cenoni liegt der Puck. Wir schauen uns das Ganze am besten von oben an. Hier war die Scheibe noch unter dem Jonah und dann an zwei Zugern Verteidigern vorbei im Tor. Und dann wird's Nordström dann wohl der Torschütze sein. Er, der Davoser, der die Scheibe am Lino Marcini. Marcini, du bist der Aschlimann. Und der scheint sich da noch an der Hand verletzt zu haben. Sandro Aschlimann. Ja, hier voll auf die Hand von Sandro Aschlimann, die Stockhand. Marcini zeigt zwar an, da habe ich Aschlimann weiter oben getroffen. Der Abschluss kommt, nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. André Sambühl mit dem Abschluss und Cenoni zum zweiten. Und dann ist die Strafe überstanden. Lino Marcini eilt zurück. Zuger bleiben hängen. Gegenstoß, Prassl alleine vor Cenoni, Scheibe kurz freigelegen und dann kann sie weggearbeitet werden. Hier sehen wir die Szene noch einmal, Prassl auf und davon, zu schnell für seine Gegenspieler und Cenoni
der hier jetzt ein Davoser vor dem Tor und mit dem vierten Treffer. Nussbaumer hat da ablenken können. Wieser mit dem Zuspiel und dann führen die Davoser wieder mit zwei. Der Treffer wird allerdings noch nicht definitiv gegeben. Schiedsrichter gucken sich das Ganze noch einmal an, und zwar, ob es ein Offside war. Okay, back. Ja, Offside. I have it. Where is my frame before? Ja, Offside. Fuck is in Offside. Offside, no goal. Und die Schiedsrichter, sie sind sich einig geworden. Das Zeichen klar. Das Tor zählt nicht. Hier kriegen wir es noch einmal aufgelöst. Jetzt der Davoser in der Scheibe, in der Zone drin. Und die Scheibe später über der blauen Kader. Fehlzuspiel, Greiser! Und der Ausgleich, 3:3. 15 Sekunden vor der Schlusssirene können die Zugausweite die wohl bemerkt deutlich schwierigere Ghana nutzen. Tobias Geisser, Lino Marcini assistiert und Tobias Geisser sogar erzwingen hier die Overtime. Steh auf Qualitäten des EV Zug. Muss noch einmal abdrehen. Jetzt Juice mit der Möglichkeit. Juice und Ashley Mann und auch im Nachschuss bringt O'Neill die Scheibe nicht im Tor unter. Und Ashley Mann hat keinen Stock. Ashley Mann macht's mit dem Schoner. Was sind das für Szenen hier in der Bossard Arena? Und jetzt die Davoser mit dem Tor. Andres Ambühl, was für eine Overtime vor Genoni und mittels Backhands trifft er zum Zusatzpunkt für den HCD. Davos gewinnt gegen den Schweizer Meister. Davos gewinnt in Zug.